Farbkleckse, die Freude machen sollen. Mini Cooper Cabrio und Citroën Pluriel 1,6 Senso Drive. Beide buhlen um die Gunst der oben ohne Retro-Geiz-Gesellschaft. Das Mini Cooper Cabrio. Stoffbemützte 3,60 Meter für 20.000 Euro. Mit seinen 115 Chrysler BMW PS sollen immerhin knapp 200 Sachen drin sein. Der Pluriel möchte ein Verwandlungskünstler sein. Egal ob Roadster, Coupé oder Cabrio, für fast 18.000 Euro gibt es bereits das Topmodell mit 109 sequentiellen Automatik PS. Kompakte, nicht aggressiv dreinblickende Cabrios sind rar geworden. Wie schön, dass es Ausnahmen gibt. Offen gefällt uns der Mini jetzt natürlich noch besser. Nur das schwülstige Verdeckheck samt hässlicher Überrollpfeiler will nicht so recht ins sonst so stimmige Gesamtbild passen. Zum Glück gibt's eine Einparkhilfe gratis. Wie aus einem kleinen Barbie-Märchen entsprungen, schaut der Pluriel treuherzig aus seinen Klarglasglubschern. Die Windschutzscheibe erinnert irgendwie an Hasenlöffel, doch die Proportionen stimmen einfach. Sieht man einmal von den unzeitgemäßen Hartplastik-Kopfstützen ab, hat er dennoch Hightech zu bieten. Senso Drive heißt das Zauberwort und ermöglicht Schalten ohne Kupplungspedal. Halbautomatisch, fast wie Schumi. Doch mit welchem Knirps kann man nun am besten auf dicke Hose machen? Für Ex-DTM-Rennfahrer Hubert Haupt scheint die Sache klar zu sein. Also spontan würde ich jetzt mal sagen, sieht der sportlicher aus. Man sitzt hier gut, schöne Schalensitze, macht einen guten Eindruck. Sieht aus wie hier so ein kleiner Monitor. Also ich finde das Auto wunderschön. Wenn man den jetzt noch ein bisschen tiefer legt, ein bisschen breite Reifen drauf, hat er ein super Fahrwerk, liegt hervorragend. Also ich finde, das ist ein absolutes Fun-Auto. Und der Pluriel? Also was mir sehr gut gefällt, ist, dass der ein sequenzielles Getriebe hat. Man hört und spricht ja immer viel davon, aber man kann sich eigentlich nichts drunter vorstellen. Aber ein Auto in der Preisklasse, der sowas bietet, finde ich schon klasse. Armaturenbrett ist mir ein bisschen zu schlicht. Ich finde, es könnte ein bisschen verspielter sein und auch die Sitze könnten ein bisschen sportlicher betont werden. Gefallen tut mir der Mini besser. Sieger des Kapitels Emotion und Design, das Mini Cooper Cabrio. Szenetechnisch voll im Trend bleibt der Frischluftschwall im Cooper Cabrio selbst bei abgesenkten Seitenscheiben moderat. 115 PS entwickelt sein 1,6 Liter Motörchen und das hat an der versteiften Cabrio-Masse einiges zu knabbern. Unten zäh und oben plärrend hat das Aggregat wenig mit der sportlichen Cooper-Tradition zu tun. Flott bewegen lässt sich's aber allemal. Lenkung, Fahrwerk und Getriebe sind an knackiger Direktheit kaum zu überbieten. Da bleibt der Mini seinen Genen treu. Luftmengenmäßig hat der Pluriel bei entblättertem Dachschmuck ein paar Böen mehr zu bieten. Und auch sein 109 PS Treibsatz wirkt deutlich engagierter als im Mini. Doch das sequentielle Getriebe, welches sich sowohl im Mitteltunnel als auch hinter dem Volant bedienen lässt, nervt mit langen Kupplungspausen. Auch die Lenkung könnte direkter sein, top dagegen das Fahrwerk. Knapper Sieger des Kapitels Performance, das Mini Cooper Cabrio. Kommen wir zum Striptease unserer beiden Lifestyle-Cabrios, denn hier gibt's wirklich was zu sehen. Beim Mini genügt ein Knopfdruck. Beim Pluriel braucht es ein Maschinenbaustudium. Vielleicht ist die Verwandlungsprozedur beim Pluriel flirttechnisch sogar von Vorteil, aber im Alltag ist der Mini einfach besser.
Beiden gemein ist dagegen die völlig problemlose Stadt-, Gassen- und Parkplatzbewältigung, vor der so manch anderes Cabrio schlicht kapitulieren muss. Die Sicht nach hinten ist dem Mini aber minimal. Auch deshalb ist die Parkhilfe Serie. Sieger des Kapitels Open Air, das Mini Cooper Cabrio. Offen das Dach und der Gasfuß am Bodenblech. Doch was kostet das? Nicht wenig bei Mini. 20.000 Euro Grundpreis, eine relativ hohe Vollkaskoklasse und ein Durchschnittsverbrauch von rund 9,5 Liter Super Plus sind kein Pappschild. Besser der Pluriel. Er ist über 2.000 Euro billiger und in der Vollkaskoglatte 5 Klassen niedriger eingestuft. Außerdem braucht er nur 8,5 Liter vom günstigeren Kraftstoff Super. So macht Sparen Spaß. Klarer Sieger des Kapitels Kosten, der Citroën Pluriel. Der Pluriel soll ein Sympathieträger sein, doch die lieblose Verarbeitung unseres Testwagens grenzt schon fast an Dreistigkeit. Da wäre zunächst einmal die schlampige Verarbeitungsqualität im Innenraum. Dazu kommt, dass die Automatik beim Losfahren ruckelt. Der Werbespruch, nichts bewegt sie wie ein Citroën, klingt hier etwas anders. Zu allem Überfluss quietscht unser Pluriel, dass es einem wehtut. Liebes Citroën-Team, das hat euer Pluriel nun wirklich nicht verdient. Dem Mini Cabrio gelingt ein perfekter Einstand. Allerdings missfallen uns der hohe Grundpreis und der eher müde Motor. Unser Fazit: Cabrio ohne Cooper. Der Pluriel glänzt vor allem durch seinen günstigen Preis und den guten Motor. Unverzeihlich dagegen die schlampige Qualität. Unser Fazit: Créateur du Malheur. Ach ja, 4 Sitzer sind alle beide ja auch noch. Mehr oder weniger.